für die. Das Game ist neu. Und wir haben 22:59. Es tut mir wirklich leid. Das Giveaway wird nicht stattfinden. Doch, natürlich wird es stattfinden, ganz klar. Hallo? Auch wenn es nicht ganz eine Stunde war. Egal, wir machen ein Giveaway nachher. So, Knife Round ist live! Können wir endlich reingehen? Schauen wir uns das Ganze wieder von oben an. Ah, beide Teams sind relativ aggressiv. Jetzt ein bisschen zurückgepusht. Aber noch keine Hits gefallen. CT ist zumindest immer neu. Kommen jetzt erst dran. Erster Hit für Reno. Aber der Trade Kill direkt da. Reno Inro jetzt hier. Ja, Derby in 1 gegen 2. Da schafft das nicht mehr ganz. Also, Inro gewinnt die Knife Round. Das heißt, die Jungs dürfen sich jetzt aussuchen, auf welcher Seite man startet. Wir müssen natürlich nochmal Ready drücken, das ist ganz klar. Und wir hoffen mal, dass jetzt hier die Jungs ohne weitere Umschweife endlich anfangen. So, nochmal die Info für euch. Das Giveaway wird trotzdem stattfinden, ja? Also nur, dass ihr hier nicht traurig seid. Natürlich hätten wir nur 59 Minuten Delay, aber das ist vollkommen egal. Einfach nur zu trösten. Jetzt nach dem Match ein kleines Gefühl. So, jetzt haben wir es endlich soweit. Erste Runde. Andrew Griffins gegen Reno in der CWO A-Series auf der Map D Overpass Best of One. Und jetzt kann es hier endlich losgehen. Erste Runde. Wir sehen Reno mit 4-5 mal Kevlar. Geht hier kein Risiko ein. Endo hingegen mit einer Smoke und vielleicht einer Granate. Schauen wir mal, was die Jungs damit anfangen können. Isolat. Diesmal unten gepusht. In Connector. Geht hier schnell nach vorne. Flash kommt rum. Nein, doch nicht. War ein Decoy. Jetzt die Smoking Connector. Ja, bisschen push einfach durch. Auch Stefan hinterher. Guckt hier aus in Toilette. Sieht den ersten. Stefan im ersten Frag. Kann sich Larian holen. Auch der mit dem ersten Kill auf lang. Stefan zum zweiten vielleicht mit dem USP. Jawohl, der sitzt. 2 gegen 5. Und Stefan von Andrew muss hier hochkommen. Versucht zur P2000. Auch Klein versucht mit dem USP. Headshot hier zu setzen. Kommt jetzt runter der erste Frag. 2 gegen 4 immer noch. Mark auf 8 HP. Muss da ein bisschen aufpassen. Und Stefan und Pint jetzt hier immer noch im 2 gegen 4. Pint im nächsten Frag. Pint, vielleicht schafft das noch. Aber Mark ist da. Stefan, 10 HP. Kommt nochmal rum, guckt nach lang. 1 gegen 3. Hat nur Kevlar keinen Defuse gewonnen. Und Mark anzünden, der ist schon low. Aber da kommt Stefan hier. Wunderschön, 3 Kills gemacht. Holt die erste Runde hier fast im Alleingang. Und somit führt Reno mit 1:0. Zweite Runde, CTs haben nur Kevlar und Pistolen. Reno hingegen schon mit einer AK, UMPs und MP7 ausgeschaltet. Geht jetzt hier zusammen. Geschlossen wieder Richtung A. Mark wieder schnell den Connector. UMP im Anschlag. Aber diesmal ein bisschen langsamer. Weiß natürlich, dass die Pistols auf die Close Distance tödlich sein können. Und Mark hier immer noch sehr, sehr defensiv. Wartet hier erstmal, bis er irgendwas sieht. Die Ts warten hier komplett. Warten darauf, dass sich hier irgendwas zeigt. Überhaupt keine Aggression von den CTs. Von jetzt erst. Mark kommt langsam vor. Sieht Stefan. Flashbang kommt raus. Stefan ist nicht blind. Wir nehmen noch eine Ecke. Mark jetzt hier versucht zum ersten. Und Stefan ist da. Coolen Trader direkt. Hat sich jetzt die Ecke aufgenommen. 3 gegen 3. Waffe gibt sich natürlich auch Kevlar noch in der Hand. Und die Ts müssen jetzt aufpassen. Denn das kann hier ganz schnell nach hinten losgehen. Mit der UMP versucht, ganz ganz knapp. Derby jetzt auf Kurs, muss den Shot setzen. Ja, Coolen war da schon low. Larian jetzt in einem 1 gegen 3. Aber Peter 5, der hat immer in der Hand. Könnte er noch schaffen? Vielleicht springt es vom raus. Das heißt, er kann den Push auf die Seite erstmal nicht verhindern. Kommt rum. Granate kommt, macht ein bisschen Schaden an ihm.
Warte, ich bin on-site, kann den Flag auch holen. Oh Gott, ey, und der soll jetzt den Ball der Low-Sides aufpassen. Könnte durchaus machbar sein hier für ihn. Peter 50, close distance. Larian immer noch am Leben. Kommt rum, zieht den Gegner, aber der hat eine UMP. Ganz stark, lässt hier nichts weiter anbrennen. Und somit hat Reno auch die zweite Runde. Nur Griffins jetzt in der Full Echo, kauft hier maximal eine P250, da vielleicht auch zwei. Aber für mehr ist hier einfach kein Geld drin. Reno hingegen kauft natürlich wieder ordentlich AKs rein. Kann hier schön auf die Long Distance gehen. Die CT ist erstmal mit dem 4-Mann-B-Stack. Flex kommt rein. Desolat pusht hier close vor. Desolat zum ersten Markus der Butter. Desolat jetzt versucht es nochmal. Immer noch nicht gestorben. Nächsten Mann gesehen im Wasser. Und der Call, der ist ganz, ganz richtig. Und die Runde, die war schneller vorbei, als er angefangen hat. Und somit 3 zu 0 für Reno. Aber jetzt Enro in der Byround. Kann jetzt hier im Fierce kaufen. Für den AWP reicht es ja da nicht. Daher kann man hier erstmal nicht auf die AWP gehen. Ein Defused hat man, ansonsten ein paar Smogs, ein paar Flashes. Rio hingegen mit dem Fullby. Full Nades natürlich. Und Kevlar und Helm. Flashbang auf B drauf. Und kurz wird gepusht. Timbo mit dem Doppelfrag. Kann den Push erstmal abwenden, aber die T's sind schon drauf. Molotov hinterher. Aber was ist hier immer noch? Larian auch ein Doppelfrag. Der soll jetzt um 1 gegen 4, 1 gegen 3. Smogt sich kurz ab. Da wird durch die Smog durchgeschossen. Und auch Andrew kann sich endlich die erste Runde sichern. Also 3 zu 1. Reno kann natürlich nachkaufen. AWP jetzt bei Mark. Wohingegen Andrew noch immer mit Rifles spielt. Also AKs M4 natürlich in der Hand. Mark jetzt der einzige Spieler mit AWP auf dem Server. Geht hier Richtung B. Nehmt hier B lang einmal ab. Wartet darauf, dass sich irgendwas zeigt. Aber erstmal zeigt sich ihm hier gar nichts. Wir sehen vier Leute, die hier kurz stehen. Coolen, vielleicht Gegner gespottet. Lässt sich hier den Kollegen erstmal nicht boosten und Stefan passt hier wunderbar auf. Stefan zum ersten. Aber bislang keine weitere Aggression von beiden Seiten. Peint jetzt hier auch schon Connector unten drin. Guckt einmal kurz rum, aber keinen gesehen. Muss ich jetzt oben und unten beides halten. Und von daher natürlich auch die TC-Hilfe hier von Connector unten. Peint hat Stefan gesehen. Der ist immer noch gespottet. Weiß, dass er da ist. Stefan pickt hier ganz langsam rum, aber lässt es dann lieber doch sein. Stefan ist gespottet und peint. Holt den Straight Frag. Sehr, sehr schön gemacht. Währenddessen kann Reno hier schon über B kurz und auch über Party hier oben so ein bisschen Split pushen. Mark mittlerweile Richtung A lang verschoben. Bombe in der Hand. God Aim und ein Close. Molotov geworfen. Muss aufpassen. Hört den Jump. Und peint mit dem zweiten Frag. Das hätte nicht passieren dürfen. Reno jetzt wieder mit einmal Unterzahl. Geht hier Richtung A-Set. Pusht hier lang durch. Auch Derby, der hier close im Hintergrund steht, hier die Antiletten. Guckt natürlich nach unten. Könnte, wenn so das Pint hier hochkommt. Und Derby mit dem Refrag. 3 gegen 3. Smokes und Flashes kommen Richtung A-Set. Und Mark pusht hier vor. Voilà. Auch Derby kommt jetzt rum, guckt Richtung LKW. Derby, der Gegner Timbo kann zumindest noch einen Mann holen, aber der Trade ist instant da. Molotov kommt und Derby mit dem Waffenplan. Von hinten mitgeschossen, aber Mark immer noch am Leben. Cool gegen Mark. Mark 14 HP, kann es durchaus noch machen. Muss aber aufpassen, den Coolen könnte in über Toilette oder auch außerhalb von Toilette stehen. Und Mark muss jetzt hier schauen, hat die AWP in der Hand, vielleicht eine längere Brücke. Sieht den Kopf nicht geschroffen. Cool, smogt sich erstmal ab und damit der M4 kann einen Shot ganz easy holen. Und somit geht auch die zweite Runde hier, also die fünfte Runde insgesamt. Aber die zweite Runde auf das Konto von Andrew Griffins. Sehr schön gemacht von Cool. Hat Mark da so ein bisschen, natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, dass Mark hier seinen ersten Shot nicht getroffen hat. Und dafür wird sich Mark wohl so ein bisschen in den Hintern beißen. Aber nichtsdestotrotz, nächste Runde geht weiter, 2 zu 3 zum Spielstand und Reno geht erstmal so ein bisschen in den Force rein. Eine UMP, Rest hat Tech-9s.
Kessler und ein paar Granaten. Und es geht diesmal wieder Richtung Connector. Richtung Arsch. Das haben wir AWP-Check. Richtung Derby. Er sitzt. Und die T's pushen hier über Connector nach oben Richtung Toilette. Kriegt er nicht gesehen. Und Pint. Und Stefan in dem schönen Crossfire-Setup. Kann er das jetzt nicht beschützen, aber das langt. Derby jetzt hier ganz alleine gegen 4. Und der könnte sogar schon gespottet sein. Stefan schaut hier Richtung lang. Stefan wartet einfach nur ab, aber Derby bekommt den Kill. Kann sich absmoken. Wollen wir vielleicht mal recovern? Pine ist gesehen. Aber mit der M4 kann hier den besseren Shot landen. Und somit alles wieder ausgeglichen. 3 zu 3. Allerdings Reno wieder in der Eco-Round. Hat hier überhaupt kein Geld. Enro kann hier munter reinkaufen. Rifles sind da. AWP ist da. Granaten, Diffuse-Kits. Und Reno muss hier auf Pistolen bleiben. Wieder über oben raus. AWP gesehen. Stefan hat diesmal den Shot nicht treffen können. Wird jetzt hier ein bisschen umgepusht. Aber Stefan, AWP versucht immer noch weiter. Kommt dann nach oben. Shot wieder nicht getroffen. Kommt jetzt von links. Stefan zum ersten. Ganz stark. Trade Kill ist da. Connector hier immer von unten gehalten. Schon Big Kurz. 4 gegen 4. Desolat oben. Kann den Shot setzen. Jetzt endlich der Frag. Einmal ein Vorteil für Wien. Aber die Granate kommt rein. Macht nicht wirklich viel Schaden von Larian. Maultoff hinterher. Auch der macht nicht wirklich viel Schaden. Und beide Teams sehr, sehr passiv. Die Early Aggression war da und Vino baut sich hier auf, um Richtung Acer zu gehen. Bombershit Toilette. Mark versucht hier in Connector vielleicht noch eine andere Smoke oder Flashbang abzustauben. Aber die Info ist da. Ganz wichtig von Larian. Der hat die Info, dass hier B überhaupt nichts kommt. Und Stefan muss jetzt hier wirklich auftrumpfen, der AWP. Achtet drauf, dass sich die Toilette irgendwas zeigt. Guckt natürlich lang. Kriegt er jetzt gesehen. Das war ganz wichtig. Flashbang Richtung Toilette. Und da kommt Goddame von lang. Holt sich zwei schnelle Frags. Und Larian jetzt in einem 1 gegen 4. Da hat Reno richtig stark die Runde gedreht. Natürlich Goddame mit den zwei Frags, mit zwei schnellen Frags auf der A-Side. Aber Larian kann es hier durchaus noch versuchen. Denn Reno ist in der Eagle-Round nur Mark, der hier Kevlar hat und aber immer noch 20 HP. Aber Larian weiß auch, 1 gegen 4 ist zwar machbar, aber das riskiert er diesmal nicht. Waffen sind gepickt worden. Und somit geht er hier erstmal komplett auf den Safe. Also, dann wird es gleich 3 zu 4 stehen. Reno holt wieder eine Runde, kommt wieder ran. Kann hier wieder auf ein bisschen Abstand gehen. Vielleicht auch nächste Runde natürlich auch kaufen. Natürliche Bombe ist in die Luft gegangen. Hat sich ein paar Waffen gesichert. Und Enro muss hier so ein bisschen in den Force Eco rein. Er hat ja nicht wirklich viel Geld, maximal 3000 noch. Der Rest geht hier nur auf Pistols. Und es kommt der 5-mal mit der Push. Derby muss jetzt hier aufpassen. Derby, Granate in der Hand. Macht allerdings nicht viel Schaden. Und jetzt zieht jetzt hier richtig stark. Hier sind wir 4 Leute, vielleicht kommt raus. Pushen lang. Aber T ist mittlerweile schon eine Party drin. Stefan pusht einfach nur durch Richtung T-Spawn. Und natürlich Richtung Leiter. Stefan mit der Pinus 50 holt den Shot. Gottem dann natürlich mit dem Trade. 4 gegen 3. Gott immer noch aware, dass hier lang irgendwas durchkommt. Jetzt geht man gesehen. Ganz, ganz knapp im falschen Moment hingeschaut. Und Gott lässt hier nichts weiter anbrennen. Pint immer noch los. Flashback kommt raus, aber er nicht blind. Und Larian wieder im 1 gegen 3. Guckt nicht schon Connector und Stefan ist da. Und die Jungs von Reno haben hier den 5er mit der Boost. Sehr, sehr stark abgewehrt. Also 3 zu 5. Reno führt mit 2 Runden. Und Andrew ist wieder in der Echo Round. Wieder aufgeteilt, Marken AWP Richtung B.
Okay, nach unten. Flash kommt aber eh nicht wirklich blind. Warte mal drauf. Coolen im Connector drin. Will hier Desolat helfen? Holt ihn auch. Erster Frag für Enro. Den Coolen richtig stark. Und den zweiten. Zwei Waffen diesmal gesichert für sein Team. Bombe down. Aber Stefan ist da. Und der liegt immer noch. Wir wissen, der kann hier wirklich ordentlich was rausmachen. Smokes sich einmal ab. Bombe wieder aufgenommen. Und die CTs verschieben jetzt hier wieder. 3 gegen 3, alle Richtung A-Side. Predikten hier, dass es bei Rino wieder Richtung A geht. Und Rino spielt den Andros hier komplett in die Hand. Gehen über Toilette, überlang Richtung A-Side. Derby hier ein bisschen gejumpt, könnte man vielleicht gehört haben, aber Slasher, Smokes kommen alle raus. Oder Molotov sitzt. Mark immerhin mit dem ersten. Mark mit dem zweiten. Mark ganz stark. Cool mit der AK. Und Mark macht das Ganze mit dem Triple Kill. Sehr, sehr stark von Mark. Und somit hat Rino wieder einen passablen Vorsprung von 3 Runden. Natürlich jetzt Rino Inro wieder in der Byron. AWP diesmal auf cool. Nicht auf Stefan. Und die CT ist dies ein bisschen dünn hier. Kurz wieder gepusht. Darian und Jimbo smoken sich hier ab. Erst ein bisschen gewartet. Mark mit der Flash. Bricht er erst nochmal ab. Jetzt Pop-Flash kommt. Fein mit der schönen Smoke, die hier einen schönen Boost haben. Sehen wir hier ganz schön. Coolen verschiebt wieder Richtung A-Side. Der vielleicht den Call bekommen, dass vor B nichts steht. Und Gott Aim ist hier einfach schon durchgepusht. Über B lang kann sich den schönen Doppelkill holen. Und somit die B-Side erstmal komplett offen. T's könnten theoretisch schon Richtung B schieben. Aber Stefan und Coolen mit der AWP holen auch 2 Kills. Coolen hat ein bisschen Pech, dass er komplett blind war. Man denkt ja nicht durchlaufen sehen. Aber jetzt sollte vielleicht. Versucht, Granate in der Hand. Macht auch ein bisschen Schaden an Stefan. Aber Bombe gelegt. Und Desolat und Derby in einem 1 gegen 2. Derby von kurz. Desolat von unten. Holt den ersten. Derby muss jetzt aufpassen. Er muss hier refraggen. Und Derby in einem 1 gegen 2. Coolen 3 HP. Flashbang kommt raus. Den Fuse abgebrochen. Nächste Flashback. Kommt hier raus. Beide blind. Aber er holt nur einen Kill. Und Stefan hat sich gerade noch so weggedreht. Und kann sogar auch die Bombe defusen. Mit dem Fuse-Kit zieht sich nochmal AWP für coolen. Und somit holt Enro. Wie eine Runde. Ich könnte fast sagen, es wäre predictable, denn jedes Team hat hier immer 3 Runden geholt. 3, 3, 3. Vielleicht jetzt Enro wieder auch wieder mit 3 Runden. Wir werden sehen. Aber beide wieder in der Byround. Pint wieder mit der Early Aggression Richtung Connector. Coolen passt hier B lang auf. Smockt sich erstmal ab. Ja, das Ganze ein bisschen defensiver gestaltet. Und Stefan sieht Mark mit der AWP. Das war ganz wichtig. Er mag direkt auf 30 HP, muss jetzt ein bisschen mit aufpassen und Bind unten Connector. Vielleicht mit der Hand, Mark, schaut mal oben Toilette. Mark. Nein, Stefan zeigt sich ja nicht jetzt vielleicht ein bisschen. Nein, Mark hat da kein Glück. Kann hier noch keinen Gegner ausmachen. Und Desolat passt unten Connector auf. Sehr stark hier gedoppelt. God Aim kommt jetzt auch über die Röhre. Gegner gesehen und God Aim, ganz, ganz wichtiger Frag. 2 gegen 5. Und Coolen schon auf der A-Side drauf. Kommt oben. Geht oben mit der AWP. Flashbang kommt. Trifft ihn nicht wirklich. Coolen mit dem ersten. T's schieben wieder runter Richtung B. Larian wird jetzt hier wahrscheinlich dazu geforst, hier so ein bisschen Richtung B zu gehen. Heute ist der Molotov und Steps. Und Coolen mit Level auch schon oben im Heaven drin. Also, Smoke liegt, aber durch die Smoke ist er nichts. Und Larian lässt die T's hier einfach durchgehen. 2 gegen 4, Retake von den CTs kommt. Coolen, Close, schaut hier ins Wasser rein.
Sieht Mark. Keine Chance für ihn. Ohne Larian. 2 gegen 3. Noch. Coolen zum dritten. Coolen nicht zum vierten. Bekommt die Taxi mit, aber Coolen. Nein, Gott, ey, Mister. Und die CTs schaffen es hier nicht, in Retake zu spielen. Und Reno führt wieder mit 7 zu 4. 3 Runden Führung und Andro ist wieder, ich betone nochmal, wieder in der Eco-Round. Kann hier nur Pistols kaufen, eine Smoke hat man auch. Aber mehr ist hier einfach nicht drin. Timbo alleine auf der B-Side. Connector wird mit 3 Mann gestackt. Desolat und Stefan. Beide unten drin. Aimen erstmal nur ab. Warten darauf, dass sich hier irgendwas zeigt. Und Derby jetzt oben schon, geht hier ein bisschen weiter vor. Steht Party hier oben. Aber man muss aufpassen, denn Pint wartet hier drauf, dass sich irgendwas zeigt. USP auf Long Distance kann auch schon mal tot sein. Und Coolen immer noch in der Ecke. Coolen zum ersten, Coolen nicht zum zweiten. Desolat ist da, auch Derby von oben. Und Derby passt auch hinten auf, ganz stark. Timbo in einem 1 gegen 3. Hört die Steps auf kurz, Peter 50 holt den ersten. Holt auch nicht den zweiten. Ganz, ganz knappe Geschichte. Durchaus möglich gewesen. Und Derby hier sehr stark im Connector mit einem Quattro-Kill, 4 Kills in der Runde gemacht. Und Andrew muss sich jetzt entscheiden. Geht man in noch eine Eco-Round oder geht man in die First-Round? Denn 8 zu 4, 4 Runden ist man hinten. Und man entscheidet sich doch lieber hier noch mal in die Sparrunde zu gehen. Kauft allerdings Pistolen und Kevlar ein bisschen nach. Die These wieder mit zweimal Richtung Connector. Aim hier erstmal nur defensiv ab. Mark mit der AWP schaut er wieder Richtung Toilette. Aber Pint ist da! Nein, Pint trifft den Deagle Shot nicht! Direkt der Vorteil für Reno. Stefan hier über das Smog guckt er durch. Jetzt ist wieder ein bisschen zurück. Kurz gepusht. Und Desolat muss hier oben aufpassen. In Richtung kurz und da ist Stefan da! Schön gemacht. Max macht erstmal Connector ab. Jetzt kannst du auf die A-Side draufgehen. Muss das Ganze jetzt schnell gehen. Und Derby kommt rum. Derby zum ersten. Flashbang CT rein. Mark endet weiterhin hinten ab. Und Larian hier ganz defensiv in der Bank drin. Und Derby ist da. Derby holt hier wirklich fast jeden Kill, den ihm vor der Nase läuft. Und Derby ist da. Derby, 3 Kills die Runde. Coolen ist nicht geflasht. Kommt nochmal hoch. Coolen zum ersten. Coolen. Nein. Derby wieder. Quattro Kill. Sehr, sehr stark. Und Reno ist jetzt schon mit 5 Runden. Aber Andrew Griffins wieder in der Barround. Diesmal Doppel-AWP auf Coolen und Stefan. Die wollen es diesmal wirklich herausfinden. Wollen Reno hier überhaupt keine Chance mehr geben, sich überhaupt nicht über die Map auszubreiten. Und Coolen pusht lang einfach mal durch mit der AWP. Ist eine Möglichkeit. Schaut Richtung Party. Gegner gesehen und Derby direkt aus dem Spiel rausgenommen, der mal die letzten zwei Runden hier fast im Alleingang geholt hat. So, diesmal ganz umgedreht. Also diesmal Reno sehr schnell in der Unterzahl, aber Desolat passt im Connector auf, schaut die Richtung kurz, das heißt eine AWP direkt weniger. Und so wie es ausschaut, geht's bei Reno diesmal nicht Richtung A, sondern Richtung B. Mark mit der AWP, geht über lang, God Aim, pusht kurz durch, Smoke sitzt, aber Granate macht nicht wirklich viel Schaden. Larian muss jetzt aufpassen. Bin unten mit gepusht, Timbo ist aber da, Timbo zum ersten. Timbo, Granate unten geworfen, Flash kommt raus. Guckt nochmal Richtung kurz. Guckt nochmal nach unten. Timbo. Flashbang Molotov sitzen nicht ganz. Molotov forst ihn hier nicht aus der Position raus. Kann auch den Kids auf kurz holen. Kommt nochmal rum. Timbo immer noch da.
Und Coolen ist zum Glück da. Stefan, letzter Überlebende, kann hier nichts mehr machen. Und somit endlich wieder eine Runde für Enro. 5:9, letzte Runde, erste Halbzeit. Und beide Teams hier nicht in einem perfekten Ball drin. Desolat nur Deagle in der Hand. Und Stefan dafür nimmt eine Farmers. Also schauen wir mal, wie die beiden Jungs das hier ausnutzen können, die beiden Teams. Und bei den Rino geht es einfach schnell auf B drauf. Molotov geworfen. Gerade noch Glück, dass ich hier Richtung Wasser retten konnte. Aber Stefan da keine Chance. Dame holt den ersten. Kurz abgesmort, kurz gesichert. Bombe kann safe onside gelegt werden. Und die CT ist hier in einer schlechten Ausgangslage. 5 gegen 3. Larian ist hier schon auf 20 HP. Alle drei kommen sie über kurz. Dame versucht sie durch die Smog. Wirklich geht der Smog ein Gegner. Vielleicht kommt gut rein. Aber cool mit der AWP. Coolen trifft die Shots nicht. Und cool, hätte hier nochmal richtungsweisend sein können für die letzte Runde. Aber Reno gewinnt sie hier mit 5 überlebenden Spielern. Also, Halbzeit 5:10 für Reno. Und wir schauen einfach mal kurz aufs Scoreboard. Wir sehen bei Reno Derby hier ganz stark. 20:10. Hat hier richtig viele Kills gemacht. Ansonsten der Rest pendelt hier bei 12 bis 9 Frags. Alles ungefähr ausgeglichen bei Andrew. Sind es nur Cool und Stefan, die sich hier ein bisschen absetzen. 15-13, 10-13. Der Rest mit 8 oder 4 Kills. Larian hier überhaupt nicht reingekommen ins Spiel. Und jetzt kann es hier endlich weitergehen. Also, zweite Hälfte. Andrew Griffins gegen Reno in der CBO A-Series Map D Overpass. Aktueller Spielstand 5:10 für Reno. Und jetzt die Seiten erstmal geswitcht. Beide Seiten gehen hier nicht auf komplett Kevlar. Stefan kauft sich Smoke und 2 Flashes. Währenddessen Stefan bei Reno auf dem Diffuse hier 2 Flashbangs. Mark auf eine Brandgranate sogar. Und die T's verwirren hier mit ihren Decoy-Granaten. Die T ist heftig. Geht über Connector hoch. Und da muss Gott eben aufpassen, wird hier von hinten schon gepusht über Toilette. Jetzt ist von defensiv richtig schon lang. Steps hört er auf kurz, holt den ersten nicht. Headshot sitzt nicht wirklich. Muss sie zurückziehen. Jetzt aber, Gott eben vielleicht in dem ersten. Nein, ich schaff's nicht. Die T's können hier einfach so viel Zeit drauf gehen. Timbo versucht zu dem Burst. Aber der soll halt direkt denied. Ja, wir kommen jetzt von hinten. 3 gegen 4. Und Pint durch die Smoke. Trifft den Shot nicht auch nicht wirklich. Desolat jetzt vielleicht. 1 gegen 3. Larian. Holt den ersten. Larian immer noch am Leben. 1 gegen 2, dann kommt er eben von hinten. Und Andrew schafft es hier nicht in der ersten Runde direkt anzuconnecten. Somit führt Reno jetzt hier mit 6 Runden. 11:5. Die Jungs finden es ordentlich reinkaufen. M4 sogar schon auf Derby. Und Andrew natürlich durch die Elite Bombe hat man so ein bisschen Money Bonus für die übernächste Runde. Die CT ist nächstes Mal wieder defensiv Richtung B unterwegs. Dame. Hört auf kurz die Steps, trifft den Scoutshot gegen Timbo. Natürlich kein Kevlar. Dame. Das hat immer noch, aber dieser ist da. Und Stefan, 1 gegen 4. Und da haben die Jungs von Enro überhaupt keine Chance gehabt. Wurden ja einfach abgeschlachtet. Aber jetzt kann es hier endlich in die Baron gehen. AKs sind gekauft. Auch Timbo jetzt mit der AK in der Hand. Und Mark, diesmal offensiv in der AWP. Schaut hier Richtung Brunnen. Noch kein Gegner gesehen.
Die CT ist relativ defensiv auf der B-Side. Schon der kurz noch so ein bisschen vor. Connector ein bisschen weiter mit Stefan. Guckt nur nach oben auf die Treppe. Und auch Marc geht jetzt hier ein bisschen langsam Richtung Lang. Schaut hier mal Richtung Stein, aber da auch nichts zu sehen für ihn. Und Marc vielleicht jetzt. Schaut Richtung Party. Marc? Ja, nicht gesehen. Und Stefan ihn aber auch nicht. Stefan schaut weiterhin Richtung Connector. Vier gegen vier. Beides ausgeglichen. Stefan immer noch. Passt hinten auf. Passt Connector auf. Und Stefan muss jetzt aufpassen. Stefan sieht den Gegner. M4. Trifft den Headshot. Jetzt endlich der Kill. Stefan gegen Stefan. Stefan gewinnt. Und die TS gehen wieder über Party vor. Kommen hier ganz langsam. Granate nach unten macht überhaupt keinen Schaden. Flashbang hinterher. Stefan. Der Spray sitzt nicht. Pint holt den Frag. Und jetzt hier das Ganze in 2 gegen 2. Marc schaut über Toilette nach. Liegt er nicht gesehen, schaut es Richtung Onside. Auch Dane verschiebt langsam Richtung A. Flashbangs kommen raus, liegt er nicht gesehen. Standard Default wird gelegt. Und Dane kann den Platz nicht verhindern. Dann kommt Pint mit 6 HP in dem Headshot. Marc gegen Pint. 1 gegen 1. Pint hat ihn gesehen. Flashbang kommt raus. Marc pusht ihn einfach reckless. Sehr, sehr stark gemacht. Hatte den Call, dass Pint hier low ist. 6 HP. Und somit können wir hier ganz lässig die Runde diffusen. Win. 5 zu 13. Reno führt mit ganzen 8 Runden. Und Andrew kauft nach. Die wollen Reno hier keine Runden mehr geben, wollen nichts mehr abgeben. Natürlich, Reno macht das Ganze richtig gut. Diesmal geht es mit 4 Mann Richtung B. Einzig und allein Coolen pusht den Connector durch. Der Rest geht hier B kurz. Derby passt auf. Derby Monster. Erstmal kurz abgesmoked, dass der Push nicht weiterkommt. Und Stefan direkt mit dem Trade Frag den Connector. Ich jetzt ein bisschen von der Aggression verloren. Larry muss aufpassen. Mit hier durch das Holz durch abgeschossen. Und der Soldat guckt einmal kurz rum. Holt sich den nächsten Frag. Cool, keine Chance mehr. Marc versucht hier durchs Holz. Mit AWP. Trifft allerdings nicht so wirklich was. Die ist immer noch nicht ganz so sicher, wo sie hingehen sollen. 3 gegen 4, einmal weniger. Und Pint muss aufpassen. Flash kommt raus, aber Pint holt den Frag. Ganz stark. Sichert sich eine M4. Währenddessen seine Kollegen hier Richtung A gehen. Smoke raus, Molotov raus. Sehr, sehr schön. Aber Marc ist da. Marc zum ersten. Marc zum zweiten. Und Pint in einem 1 gegen 3. Er weiß, die Runde, die ist ganz, ganz wichtig. 30 Sekunden auf der Uhr. Bombe down. Steps sind gehört worden. Schießt hier einmal Richtung Truck. Guckt Richtung Lan. Marc, keine Chance. Aber Dame ist da. 5 zu 14. Und Reno hier ganz, ganz knapp davor, das Match hier zu gewinnen. Natürlich kauft wieder alles, was geht. Wenn wir jetzt die Runden holen, muss die Runden holen. Dennoch eine Runde, dann ist Reno hier safe in der Overtime drin. Sofern es so weit kommen sollte. Und Marc muss aufpassen. Marc mit AWP schaut schon Toilette aus. Jetzt Schatten gesehen. Aber Coolen gerade aus dem rechtzeitigen Moment hier zurückgegangen. Coolen! Wo ist ich, Marc? Der ist in die falsche Richtung gelaufen. Flashbang kommt raus. Jetzt durch die Chance für die T's hier auf die Seite rauszugehen, die Runde zu holen. Smogs kommen raus. Richtung CS, Richtung Bank. Cool mit AWP. Schaut Richtung LKW, holt den nächsten.
Jetzt sieht TX mit einer deutlich besseren Position. Seht ihr, ich bin schon close auf der Seite drauf für ein Recheck. Flashback kommt raus. Stefan im ersten. Switch auf die AK. Jetzt hat er es auch endlich. M4 aufgenommen. Stefan immer noch am Truck. Jetzt Gegner vom Gegner gesehen worden. Weiß, dass er schon so. Default steht immer noch. Stefan ist im zweiten. Dieser hat Stefan. Pushen die Ballastisch raus. Flashbang kommt. Desolat holt sich nicht den Kill auf lang. Und da haben wir es endlich wieder. Nächste Runde für Andrew Griffins, die gerade mal noch so das Schlimmste abwenden können. Die CT ist diesmal in der Eco Round, haben wir gar kein Geld. Letzte Runde schon alles geforst, was ging. Und wir sind ja 5 mal mit Push. Pushen einfach Reckless raus. Dame hier ganz vorne, Flashbang kommt. Nicht wirklich blind und Stefan ist da. Derby pusht über Spielplatz, sieht den Gegner, Derby. Aber Stefan und Larry mit den Kills. Derby ist gespottet. 1 gegen 5. Versucht nochmal irgendwas zu landen, aber nein. Hat hier überhaupt keine Chance mehr. Also nur 7 Runden für Reno. Die jetzt noch eine Eco-Round machen, bleiben aber über 2000. Und wir sind hier die 4. 4 Mann Deagle. Also bis auf dem haben wir alle einen Deagle gekauft. Schauen wir mal, ob es hier ein paar Deagle-Wunder gibt. Den. Nach der Hand bekommt Gaten Tech auf 20 HP. Stefan wartet darauf, dass er irgendwas sieht. Wartet darauf, dass sich die CTs hier zeigen. Mark versucht es an Pint, aber keinen einzigen Schuss getroffen. Molotov kommt rein, muss hier rausgehen. Ansonsten verbrennt er hier lebendig zu Tode. Und Jimbo hat ja auch einen Nerven erwartet. Ganz, ganz stark. Natürlich jetzt 3 gegen 5. CTs haben nur Deagles, keine Waffen in der Hand. Stefan versucht sich von langsam zu Gegner. Stefan jetzt kommt darum und den ersten. Schaut in die Flashbang rein. Waffe noch nicht aufgenommen. Aber die Bombe geht hier Richtung B. Und da ist Mark immer noch Deagle auf der Seite drauf. Guckt die Richtung kurz. Jetzt geht er langsam hoch Richtung Side. Nicht nach unten. Jetzt hier durch die Smoke, aber Pint ist da. Sichert hier alles ab. Und Gott und Dame und Stefan versuchen hier beide jetzt auf viel Platz ihre Waffen zu safen. Gott M vielleicht noch auf der Suche nach einer besseren Waffe als der USP. Aber vielmehr werden die beiden Jungs hier definitiv nicht riskieren. Also, nächste Runde geht ebenfalls an Andrew. Die jetzt vielleicht hier ein kleines Momentum aufbauen können. Hier hat sie mit 3 oder 5 Mann überlebt. Jetzt aber mit 4 Mann. Und somit jetzt 8 zu 14. Reno kann jetzt wieder kaufen, hat eine AK gesichert, auch Mark wieder mit einer AWP in der Hand. Die Jungs gehen wieder offensichtlich Richtung A. Mark schnell einen Connector rein, ist mit einer AWP. Schaut hier Richtung Connector unten. Sieht den Gegner auch und hat den direkt den Shot sitzen. Coolen direkt, kann nichts machen. Und die T ist direkt mit der Unterzahl. Und das sieht richtig gut aus für Reno. Mark stellt sich hier defensiv am Schild auf, wartet auf, dass sich irgendwas zeigt. Aber die T's sind hier weiterhin auf kurz unterwegs. Steffen ist einen Attack bekommen auf 34 HP.
Granaten kommen raus. Smoke Richtung Heaven. Wird vorbereitet. Und Derby ist hier immer close. Wartet, dass hier irgendwas durchkommt. Wartet, dass er hier irgendwas sieht. Vielleicht irgendwelche Smokes oder vielleicht das Popflash kommt raus. Und die sitzt gut. Derby zum ersten, zum zweiten. Derby zum dritten. Und Stefan Ahrens alleine 1 gegen 5 steht auf kurz AK in der Hand. Hat doch noch Kevlar, aber das sieht nicht so wirklich gut für ihn aus. Stefan 1 gegen 5. Hört die Steps links, rechts, über ihm, unter ihm, hinter ihm, neben ihm. Dann hat die auch keine Chance mehr. 20 Sekunden auf der Uhr. Bombe liegt nicht bei ihm. Und Stefan muss hier noch wenigstens versuchen, seine AK irgendwie durchzubringen. Hat AK, Kevlar und Helm. Guckt Richtung kurz, holt sich Mark. AWP ist down. Guckt Richtung lang. Und da ist Derby da. Derby richtig stark mit 4 Kills in der Runde. Und Reno hat jetzt hier ganze 7 Map- und Matchpoints. Und ich weiß nicht, wie Derby das macht, aber der Junge, der gefällt mir richtig gut als Stand-In. Besser noch als manche andere Spieler. Und Andrew geht diesmal mit 4 Mann, 3 Mann Richtung B, wirklich vielleicht ein bisschen faken. Stefan jetzt auch Richtung Connector. Aber Stefan ist auch da. Stefan und Stefan im Connector drin. Flashbang kommt raus. Stefan hat falsch Moment umgedreht. Und jetzt ist Stefan da. Stefan holt sich wieder Stefan. Aber Derby und der Seller in den ersten beiden Frags. 4 gegen 3. Und coolen jetzt. Coolen. 3 gegen 3. Mark kommt Connector runter. Die A-Side ist komplett offen. Die lassen A hier komplett offen. Mark verschätzt sich hier ein bisschen. Wobei die Bombe noch immer nicht so genau weiß, wo hin soll. Larian versucht sie über Connector. Er schaut nach unten. Und Mark pusht aber leider ein bisschen zu weit Richtung T-Spawn durch. Immerhin der Call, dass es B wird, ist gut. Die CTs haben hier ein bisschen, haben hier richtig gut verschoben. Und jetzt kommt hier der Push auf die B-Side. Scoped mit auf kurz. Die CTs schieben schon rüber. Aber die Info ist da. Mark pusht lang durch. Molotov liegt. Steps sind gehört worden. 30 Sekunden noch. Flashbang kommt rein. Mark komplett blind. Läuft in die Röhre. Und läuft direkt cool ins Fadenkreuz. Dave und Desolat. 2 gegen 3. Desolat versucht's coolen. Mit der AWP Richtung. Schaut hier hin. Molotov kommt rein. Dame verbrennt hier ein bisschen. Desolat von oben. 4 fallen gelassen. Hebt sie wieder auf. Dame mit der Flashbang. Molotov kommt wieder hinterher. Dame. Pusht jetzt langsam raus. Wasser fallen gelassen, noch der soll das da. 2 gegen 3. Nächste Flashbang, Desolat. Und Gott, Dame haben die Gegner gesehen, aber Coolen ist da. Coolen zum zweiten. Desolat switcht auf die AK. Und den ersten. Den zweiten nicht. Coolen noch immer am Leben. Und jetzt der Soldier ihn. Coolen auch sehr, sehr stark mit 4 Kills in der Runde. Und Andrew will das Ganze noch so ein bisschen abwenden. Kommt wieder ran auf 6 Runden. Natürlich immer noch 6 Map- und Matchpoints für Reno. Diesmal spielen das jetzt hier eher ein bisschen defensiv. Natürlich ist in der Eco-Round, hat hier nur 3-mal Kevlar, ein Diffuse wird immerhin. 3-mal auf B, 2-mal auf A. Dame hier ganz, ganz defensiv auf kurz. Warte, dass sich hier irgendwas zeigt. Aber auch ETs lassen sich hier ganz viel Zeit. Wollen hier nichts zu schnell angehen. Wissen natürlich, dass das hier sehr, sehr schnell in den Eco-Stack reinlaufen können. Nur das kann hier ganz, ganz gefährlich werden. Derby, schöner Boost auf kurz. Schaut hier Richtung Connector. Habe ETs. Visieren hier eher die A-Side an, gehen zu zweit über lang, stehen zu zweit auf Party.
geht jetzt mit zwei Mann vor lang vor der A-Side. Warten hier noch ein bisschen ab. Gucken, ob sie irgendwas sehen können. Jetzt kommt die Rotation. Und es geht über kurz. Stefan, close mit der P250. Muss bedingt werden. Stefan zum ersten. Ganz, ganz knapp, nicht zum zweiten. Und jetzt haben wir hier ein 3 gegen 4. Smokes kommen rein. Coolen versucht's mit der AWP. Timbo kommt von unten. Coolen muss hier gar nicht viel machen. Coolen ganz, ganz. Riggs, ganz, ganz easy. 10 zu 15. Aber jetzt könnte Reno theoretisch kaufen. Und das tun sie auch. M4 ist wegen gekauft. Farmers wegen gekauft. Und wir wissen alle, was Derby mit einer Farmers so alles anrichten kann. Wieder mal das Default-Setup. Zwei Mann auf A. Die ist ein bisschen offensiver bei Reno. Drei Mann auf der B-Seite. Die sind dann nicht mehr gesehen. Sprayt hier Richtung durchs Holz durch. Aber die Shots treffen nicht so ganz. Tim versucht hier mit dem schönen Jump auf kurz irgendwelche Infos zu bekommen. Da nicht so ganz. Smokes und Molotovs. Richtung B-Side. Aber erstmal keinen Schaden gemacht. Desolat versucht's noch. Was kriegt er? Holt ihn sich durch das Holz. Stefan hat überhaupt keine Chance mehr. Und direkt wieder der Nachteil bei Andrew Griffins. Bombe steht noch hinten an der am großen Tunnel von der B-Side. Man zieht sich langsam Richtung A zurück. Richtung T-Spawn erstmal. Und Stefan. Ganz wichtig. Hört die Steps links von ihm. Stefan hat eine richtig gute Position. Sieht den ersten. Bombenträger ist down. Und das war ganz, ganz wichtig. Pint weiß, dass er von hinten steht. Kommt mit der Ecke rum. Pint, Bombe aufgenommen. Push die late. 3 gegen 3. Cool, macht's noch irgendwie möglich. Coolen zwei Frags und coolen immer AWP. Coolen. Achtet auf, dass sich hier Dane zeigt. Tritt den Shot nicht. Muss nachladen. Aber die CT ist hier in einem 3 gegen 2. Komm. Coolen zum dritten. 2 gegen 2. Coolen in einem 1 gegen 1. 1 gegen 2. Coolen schafft es nicht. Und da kann die Bombe ganz einfach defused werden. Und Reno gewinnt hier 16 zu 15 gegen Andrew Griffins auf DE Overpass. Wir sagen es hier, GGVP. Natürlich entschuldigen wir uns.